Im letzten Video habe ich gezeigt, wie bei Firefox 89 die Designänderung aussieht. Diese Designänderung ist unter dem Namen Proton bekannt. Natürlich gibt es jetzt einige Nutzer, darunter auch mich, die nicht alles gut finden, was in diesem neuen Design geändert wurde im Vergleich zum vorigen Firefox. Deshalb schauen wir uns nach dem Intro an, was wir tun können, damit wir mit einem neuen Firefox immer noch das alte Design haben können. Als erstes muss ich natürlich meinen Firefox einmal öffnen. Wie man jetzt unschwer erkennen kann, bin ich natürlich jetzt immer noch in diesem Proton-Design. Um das zu ändern, gebe ich jetzt hier oben ein about:config, akzeptiere das Risiko und fahre fort und gebe hier oben in der Suchleiste Proton ein. Nun habe ich einfach mal hier alles, was Proton heißt, auf false gestellt. Also hier hat man jetzt zum Beispiel direkt gesehen, dass durch diesen Schalter hier einfach schon diese Leisten hier oben sich verändern. Manche Sachen gehen live, manche Sachen erst nach dem Neustart. Wir klicken uns einfach mal durch. Hier ist ja eh schon noch ein False drin, das würde ich tatsächlich mal auf False lassen. Und bei der Toolbar-Version konnte ich persönlich jetzt noch keinen Unterschied ausmachen, egal was ich da jetzt eingetragen habe. Deshalb würde ich das jetzt auch mal so lassen. So, das Ganze habe ich jetzt eingestellt. Ich schließe Firefox mal und starte ihn sicherheitshalber neu. Und jetzt kann ich zumindest mal sehen, dass hier oben diese Tabs wieder kleiner geworden sind. Ja, und das Design doch wieder mehr an das alte erinnert. Sieht man zum Beispiel hier auch am Kontextmenü. Wobei ich sagen muss, jetzt bin ich ja gerade in Dark Mode. Das stört mich jetzt schon wieder, dass der hell geworden ist. Was kann ich noch an den Änderungen sehen? Ich sehe hier an der Seite zum Beispiel, hier habe ich wieder die Icons drin. Und hier oben diese Panels, die von oben nach unten kommen, die nennen sich Doorhänger. Die haben jetzt auch wieder hier eckige Kanten und eben keine abgerundeten. Ja, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Man kann ja ein bisschen rumspielen im About-Config. Man kann diese Werte auch jederzeit auf Standard zurücksetzen. Dazu habe ich hier hinten diesen Button. Und damit sind jetzt alle Werte zurückgesetzt. Ah ja, da wäre sogar Standard 0 gewesen. Bei mir war der irgendwie auf 3. Komisch, okay. Starte ich auch nochmal neu und dann hätte ich jetzt eben den Browser wieder im Proton-Design. Also da kann man ein bisschen mit rumspielen, was einem gefällt oder nicht. Hier sehe ich jetzt wieder diese Doorhänger-Panels, dass sie abgerundet sind. Und auch das Kontextmenü ist jetzt im Dark-Mode und mit runden Ecken. Klingt irgendwie komisch, runde Ecken. Und hier habe ich auch wieder das alte Design. Ja, also das ist ein bisschen euch überlassen, wie ihr das möchtet. Mich persönlich stören hier eigentlich nur diese großen Tabs hier oben, aber die kann ich ja, glaube ich, nur einstellen, wenn ich das ganze Proton-Design hier deaktiviere. Und alles andere, da müssen wir mal schauen. Also wir gucken mal, was passiert. Wenn ich das hier auf False setze, dann ist das wieder eckig. Und das scheint jetzt erstmal zu bleiben. Wir machen aber trotzdem mal Neustart. Na, nicht ganz. Also hier kriege ich auch wieder die Symbole eingeblendet. Das hier bleibt. Also es ist ein bisschen gemischt. Ja, schön hätte ich es gefunden, wenn es hier bei den Tabs einfach eine Einstellung gegeben hätte, die das einzeln zulässt. Vielleicht hat der ein oder andere noch einen Tipp, wie man zurück auf die alten Tabs kommt und das dann auch tatsächlich die einzige Änderung ist und alles andere dann so bleibt, weil den Rest finde ich jetzt ganz okay. Also da brauche ich hier keine Icons oder so, aber diese großen Tabs hier, diese aufgeblasenen Ballons, die stören mich dann doch ein bisschen.